Das Heimat- und Skimuseum Braunlage zeigt eine Geschichte, auf die die Menschen im Harz sehr stolz sind. Wir sind eine Besonderheit hier in Deutschland, denn hier ist die Wiege des deutschen Skisports. Inspiriert von einer uralten Erfindung aus Skandinavien. In Norwegen und Schweden, also in den nordischen Ländern, da kommt auch der Name nordischer Skilauf. Das sind die Ursprünge, war das schon einige tausend Jahre vor Christus. Mittlerweile ist dieser nordische Ski- oder Langlauf längst Breitensport. Dabei geht es nicht nur abwärts, sondern kreuz und quer durch die Winterlandschaft. So wie es halt das Gelände vorgibt, ne? Ihren Ursprung haben die Bretter aber als Transportmittel und Arbeitsgerät. Der Ski ist aus dem Norwegischen auch und soll bedeuten Scheit, also einfach ein Holzscheit unter seinen Füßen zu haben. Und in Braunlage hat dieser Holzscheit die Geschichte der Stadt geprägt. Heute stehen die Harzer Touristen und Touristinnen stundenlang Schlange, um Spaß im Schnee zu haben. Doch vor 140 Jahren sieht das noch völlig anders aus. Es gab keine Autos, es gab keine Eisenbahn, es gab keinen Strom, es gab kein Gas oder Öl. Es war einfach ein Ort, wo man nicht gerne sich eigentlich im Winter aufhalten wollte. Es gab ja viele Leute, die ja gestorben sind im Winter. Einfachste Botengänge oder Leute, die durch den Wald geritten sind, sind zu Tode gekommen, davor an einem Schneesturm, weil es war gruselig, im Harz zu wohnen und sich fortzubewegen im Winter. Die Geschichte des beliebten Wintersports im Harz beginnt mit dem Oberförster Arthur Ulrichs und einem Schneesturm im Jahr 1883. Braunlage lebte im Grunde genommen von der Holzwirtschaft. Das war das Wichtigste. Und der Oberförster hatte also ganz wichtige Aufgaben. Und deswegen war es auch so wichtig, diesen Schneesturm, die Schäden aufzunehmen, weil das war ihr Kapital, das Holz. Und dann hatte er natürlich irgendwann die Probleme. Er hatte 1,50 Meter Schneehöhe, die Bäume lagen quer und er hat gemerkt, ich komme gar nicht voran. Der Oberförster erinnert sich an ein Bild, das er gesehen hat. Ein norwegischer Jäger im Schnee mit Holzbrettern unter dem Fuß. Da sagte er, das könnte doch passen, das könnte doch die Lösung sein, dass ich mit meinen Waldarbeitern da besser durch diesen Schnee komme. Und so hat er dann, aufgrund dieses Bildes, hat er dann diese Ski nachbauen lassen. Damit ist der einfache Langlaufski ein wichtiges Arbeitsgerät für den Förster und seine Waldarbeiter. Und Braunlage ein Vorreiter in der deutschen Skigeschichte, die im Ort langsam Fahrt aufnimmt. Und dann haben die Kinder dieser Waldarbeiter, haben das natürlich auch dann nachgemacht, den Hügel runtergefahren, haben sich die Skier nachbauen lassen. Es gab Kinderski, einfachste Bretter mit einem Lederriemen drauf. Und das war sofort in, das war ein richtiger Hype. Schnell ist klar, diese Art der Fortbewegung im Schnee ist nicht nur hilfreich und macht Spaß, sondern ist auch noch gesund. Deswegen ist 1890 das Skifahren in Braunlage bereits ein Pflichtschulfach. Braunlage hat dann im September 1892 den ersten Skiclub, späterer Wintersportverein Deutschlands, gegründet, der heute noch existiert. Dann wurde der Sport populär, weil damals hat man keinen Sport gemacht. Man war ja froh, gesatt zu werden. Sport war ja nicht angesagt. Durch diesen Ski hat man angefangen, Sport zu treiben. Es gibt tagelange Winterfeste und immer mehr Wettbewerbe, die im Harz stattfinden. Durch jede Menge Skiwerkstätten entsteht ein neuer Industriezweig und der Tourismus hält Einzug. Ein Sommerkurort war Braunlage schon seit 1882. Doch nun kommen die Gäste auch im Winter, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Man kann schon sagen, dass sich dann in Braunlage auch über die Zeit so eine Art Heiratsbörse entwickelt hat oder Kennenlernbörse, dass man bewusst eben auch in den Harz kam, um im Winter zu kuren und sich eben im besten Licht zu zeigen. Und die Frauen waren dann schon immer Hingucker und man hat immer auch den Begriff des Skihasels gepflegt hier in Braunlage. Bis heute ist der ganze Harz ein Touristenmagnet und sobald Schnee liegt, ist hier niemand mehr zu bremsen. Besonders beliebt ist dabei mittlerweile der sogenannte alpine Skisport, Abfahrt auf der Piste. Anstehen am Lift gehört dabei allerdings auch zum Wintersporttag. Genau wie volle Pisten, die oft mit Kunstschnee zusätzlich beschneit werden müssen. Für den Langlauf werden nur die sogenannten Loipen gespurt, immer im Naturschnee. Wir fahren ja auch nicht stundenlang mit diesen Maschinen durch den Wald, sondern wir machen das einmal, wenn es die Witterungsverhältnisse zulassen.
Und dann ist auch gut. Und dann spuren wir immer wieder neu, wenn die Schneeverhältnisse sich verändern, also sprich neue Schnee dazukommt. Früher sind die Kinder und die Jugendlichen zu Fuß durch den Wald und haben die Loipen, also tatsächlich zu Fuß geläupt, sagt man, mit Skiern unter den Füßen. Und dann wurden diese Loipen kilometerlang, 3 Kilometer, 5 Kilometer durch den Wald präpariert. Das nordische Skilaufen ist für viele nicht nur Sport, sondern auch ein Naturerlebnis. Durch den ständig gleichen Bewegungsrhythmus in der winterlich stillen Landschaft sollen sich Harmonie und Entspannung einstellen. Eine Art Wanderung auf Skiern. Tja, man ist halt im Wald, in der Natur unterwegs, ne? Fährt nicht immer dieselbe Piste und das kann eigentlich jeder. Das ist ja wie beim Laufen oder wie beim Gehen halt, dass man halt diagonal läuft. Diese Grundtechnik ist einfach zu erlernen und eine Kombination aus Ausdauer und Muskelkraft, bei der der ganze Körper in Bewegung ist. Wenn man das ständig macht oder öfter mal, dann bringt das auf alle Fälle was. Ja? So ähnlich wie beim Jogging halt. Ne? Deswegen gibt es im Harz heute mehr als 500 Kilometer gespurte Langlaufloipen in verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Es gibt keinen gesünderen Wintersport als Skilanglauf. Alles andere ist gefährlicher oder nicht so gesund, das ist der Skilanglauf. Das Bessere gibt es gar nicht. Wir haben früher mal gesagt im Rollage, die 3 L's. Langläufer leben länger. Es lohnt sich also, diese jahrhundertealte Tradition zumindest mal auszuprobieren. Noch mehr Videos aus unserer Reihe Wissen exakt findet ihr auf unserem Kanal. Und natürlich freuen wir uns außerordentlich, wenn ihr mal eben schnell auf Abonnieren klickt und uns ein Like gibt.